Beim diesjährigen Internationalen Hagleitner Hygieneforum dreht sich alles um das Thema Infektionsvorbeugung. Die Schule gilt als möglicher Brandbeschleuniger der vierten Corona-Welle. Wie lässt sich das Verbreitungsrisiko an Bildungseinrichtungen möglichst gering halten? Expertinnen und Experten geben praktische Tipps. Mein Lieblingstipp ist das Händewaschen. Ich habe den Eindruck, dass das tatsächlich total wieder in Vergessenheit geraten ist. Also es ist jetzt wirklich nur noch Fokus impfen, impfen, impfen und testen. Aber Händewaschen macht keiner mehr und das ist aber nach wie vor ein sehr gutes und probates Mittel, um auch Coronaviren wieder wegzuwaschen. Neben richtigem Händewaschen ist auch Oberflächenhygiene und richtiges Lüften nicht zu unterschätzen. Auch hier gibt es wirksame Alternativen. Es gibt Luftfilter, die innerhalb einer Stunde die gesamte Luft in einem Klassenzimmer austauschen. In den Filtern sind Substanzen enthalten, die Coronaviren innerhalb von einer Viertelstunde komplett abtöten. Das Ganze ist nicht giftig. Die Pandemie führt vor Augen, Hygiene hat mit Gesundheit zu tun. Aber wo fängt Hygiene eigentlich an? Da wir jetzt wissen, dass die Kinder eine untergeordnete Rolle in dieser ganzen Pandemie spielen, würde ich vorschlagen und meinen, dass man versucht, die Immunfitness der Kinder hochzuhalten mit Bewegungsprogrammen im Freien, in der Gruppe. Und das Zweite ist das Achten auf das psychosoziale Umfeld und auf das Glücklichsein im Freundeskreis und im Familienkreis. Um das Immunsystem von klein auf zu stärken und zu unterstützen, braucht es eine solide Wissensbasis, auf der man von Kindesbeinen an aufbauen kann. Hier ist natürlich auch ein hohes Maß an Eigenverantwortung gefragt, dahingehend, dass man die Angaben auf der Verpackung auch kennt. Und wenn man sie nicht kennt, dass das zum Beispiel durch Eltern oder auch der Lehrerschaft den Jugendlichen altersgerecht nahegebracht wird. Früh übt sich, lautet hier das Gebot der Stunde. Unsere Jüngsten sollen die wichtigsten Tipps kennen, damit sie sich selbst sowie ihre Mitschülerinnen und Mitschüler noch besser schützen können. Mit den klassischen Hygieneregeln kommen wir schon sehr, sehr weit und das kann ein jeder beherzigen, das kann ein jeder umsetzen, das ist nicht schwer, das umzusetzen und damit hat er schon den Großteil der Gefährdung hinter sich.